Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt für eine Runde Iron Man mit meiner kleinen Ascha. So, wir haben ja letztes Mal hier aufgehört. Ich wollte mal eben gucken. Wir haben hier, glaube ich, was ist das für eine neuen Sachen, alten Sachen? 5, 7. Müssen wir mal austauschen. Was mit der Waffe? Zweihand. Nee, will ich nicht. Die einfachen Sachen. 6. Brust, Stiefel, 6, 5, 7, passt. Gut, dann können wir die ganzen Krempel, glaube ich, mal weghauen. Und, Moment, was müssen wir denn jetzt machen? Wir müssen da Fängen finden. Können wir das mit Wagen machen oder kann ich das... Geht zu G und ihr werdet dort. Und ich. G und ich werden dort auf euch. Ihr wisst, was ich meine. Na gut. Oh, jetzt sind schon mal wieder meine Leisten weg. Interface. Anzeige. Nö, die sind nicht weg. Ach so. Wir können ja eh nicht. Mal. Da fällt mir was ein. Okay. Wir können ja gar nicht reiten, weil wir noch keine Fraktion haben. Also, auf. Laufen. Ich glaube, das hier haben wir alles schon gemacht. Und da hinten... Ah, das ist... Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Da müssen wir auch ziemlich aufpassen. Die Quests haben wir nämlich auch schon gemacht. Mit anderen Charakteren. Es ist ja nicht mein erster Pandare, den ich spiele. Und ich hoffe, ich sterbe dabei nicht. Ich bin bei dieser Quest schon mal gestorben. Aus Dummheit. Und ich hoffe, das machen wir jetzt nicht wieder. Na? So. Aber wir haben ja das Glück, wir können uns heilen. Und die heilende Woge geht auch ziemlich schnell. Huch. Wir müssen warten, bis sich der Wind gelegt hat. Und dann in den Schutz des hinteren Gangs. So. Okay. Gibt's ein Startsignal, ja? Läuft ihr einfach los. Wartet auf eine weitere Gelegenheit. Ich treffe euch dort drüben. Wartet auf eine weitere Gelegenheit. Okay, also wenn der aufhört, können wir... ich bin oben. Quest beenden. Also versteckt ihr euch hier hinten? Geduld ist die höchste Tugend. Oh, wow. Jetzt müssen wir die Schlange besiegen. Ja, komm. Kleiner, kommst du mit? Oh, das ist jetzt die Quest, die ich meinte. Die wahrscheinlich... Achso, den kriegen wir gleich erst. Das ist der Typ, den wir besiegen müssen. Das ist ein Elite-Boss. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Wir werden es erfahren. So. Wo ist denn sie? Sie ist gar nicht da. Doch. Sie ist da. Hi. Okay. Das heißt, wir müssen den wahrscheinlich jetzt pullen. Und immer, wenn der... Oh. Wenn der hier irgendwo drüber kommt... Jetzt mache ich das aber hier. Dann müssen wir...
Wo fliegt er denn jetzt? Hier? Erwische ich den überhaupt? Oh, er ist unten. Ich hoffe, die beiden tanken wir noch. So, er geht wieder hoch. Oh, verdammt. Ja, es ist eine Heilkugel gewesen. So, hier. Einfach mal mit ihm laufen. Sie ist am Boden. Na gut. Alles klar. Auf wie? Oh, 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 oh. Raus da. So. Na. Na. Alles klar. Hallo, Chef. Unsere größte Prüfung steht uns noch bevor. Besiegt den Wächter der Ältesten. Kommt, wo? Kind. Noch eine letzte gemeinsame Reise erwartet uns. Dann ist eure Ausbildung abgeschlossen. Okay, wenn du das sagst. So, der ist weiß, den dürfen wir tragen. Und sieht ein bisschen anders aus. Passt schon. Meister, wo geht's hin? Hallo? Auch faszinierend, dass bei der Lampe, dass die kaum hin und her wackelt, so wie der springt. Hinter dem Pfad der Ältesten befindet sich der Stabwald. Ein heiliger Ort, den nur Würdige betreten dürfen. Von den vielen Möglichkeiten, euch zu beweisen, verlange ich die einfachste. Ich muss wissen, dass ihr für unser Volk kämpfen werdet und seine Sicherheit gewährleisten könnt. Bezwingt den Wächter der Ältesten, damit wir passieren können. Okay. Ich gebe mein Bestes. Na? Noch? Ja. Komm, der Debuff müsste dich da aus den Socken haben. Stark geworden, mein Kind. Das ist gut. Schon bald werdet ihr diese Stärke benötigen. Okay. Ach Gott, jetzt sind wir hier. Hier ist auch eine schöne Ecke, ne? Wir sind da. Seid so gut und helft mir mit ein paar kleinen Aufgaben, während ich mich vorbereite. Mach ich doch lieben gern. Was haben wir denn hier? 8 Sträucher. Und Talisman soll ich sammeln. Na gut. Dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal. Ach. Ach, guck mal, Sträuch. Ach, also Arbeitstempo ist der Wahnsinn. Ey, 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 ey. Wow, 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 wow. Hör auf mich hier. Das nerviges etwas. Ja, ja, komm. Das ist alles, was du brauchst. So, Talisman. Da. Oh, guck mal, der sitzt da so schön. Alleine. Müssen wir ausnutzen. Ist der da alleine sitzt, müssen wir echt. Die kann man fast instant mit einem Schuss wegmachen. Weil das sind ja nur seine Alter-Egos. So, das ist der nächste.
der Plebenwurm. Aber wenn er so viel auf einmal spawnt, kann schon gefährlich werden, ne? Oh. Das dauert viel zu lange, bis der hier nachdingst. Den brauche ich viel schneller. Einmal. Zweimal. Jetzt gehen wir mal darüber. Da hinten ist nämlich, glaube ich, auch noch jede Menge. Oh ja. Das sieht ja aus, ne, mit den ganzen Steinen, aber das hat ja auch seinen Grund. Das werden wir später noch erfahren, was es für ein Grund ist. Das werden wir später noch erfahren. Ach, Menno. So. Talisman. Ja, was soll ich euch erzählen? Wir haben mitten in der Nacht. Es ist Vollmond. Jetzt ist es aber nicht aufgenommen. Hab. Und ja. Itana sitzt hier und nimmt eine neue Folge Iron Man für euch auf. Ich habe schon lange darauf gewartet. Eigentlich hätte ich am Wochenende noch was machen. Aber es war alles so knapp. Und mit dem Aufnehmen, das war alles nicht so, wie es gerne gehabt hätte. Und da habe ich dann lieber gestreamt. Kommt ja eigentlich auch ganz gut an. Ne? So. Was war denn jetzt hier? Wir brauchen noch einen Talisman. Ne, zwei. Eins. Da hängt noch einer. Zwei. So, jetzt brauchen wir noch ein Strolch. Springt hier keiner rum? Weißt du, sonst heißt die kleinen Biester en masse irgendwo rumspringen. Und jetzt brauche ich einen und finde keinen. Ist ja nicht wahr. Ah, da hinten geht es auch noch lange her. Hier, Kräuterkunde. Wow. Nein, 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 nein. Oh, nein. Wow. Ja, die Kleinen verspinnen irgendwann, ne? Trotzdem, das hätte jetzt auch böse ins Auge gehen können mit den dreien. Eieieiei. Nicht schön, nicht schön. Guten Tag, Herr Mönch. Vergesst Verletzung, aber vergesst niemals Güte. So, und weiter. Hört Meister Chang zu. 3000 Jahre lang haben wir das Wissen unseres Volkes weitergegeben. Von Ältestem zu Jüngling, von Meister zu Schüler. Für jeden Ältesten kommt der Tag, an dem er seinen Stab zu denen seiner Vorfahren setzen muss. Heute ist der Tag, an dem mein Stab seine Heimat in diesem Wald findet. Unser Volk hat sein gesamtes Leben auf dieser großen Schildkröte, Shenzhen Tzu, verbracht. Doch seit Jahrhunderten hat niemand mit ihm gesprochen. Jetzt ist Shenzhen Tzu krank. Und wir sind alle in Gefahr. Mit der Hilfe der Elemente werdet ihr das Schweigen brechen. Ihr werdet mit ihm sprechen. Aisa und Chi haben die Geister hierher gebracht. Ihr müsst mit ihnen gehen, mit dem erhabenen Shenzhen zusprechen und tun, was notwendig ist, um unser Volk zu retten. Ihr habt es weit gebracht und ich sehe, dass ihr für das Heldentum geboren wurdet. Ich überlasse euch das Schicksal dieses Landes. So, jetzt habt ihr gesehen, warum hier so viele Dinger stehen. Na? Gut, dann gehen wir mal gucken. Ja, wir haben uns die Story von dem angehört. Und er ist halt jetzt mit
mit gutem Gewissen, dass wir uns kümmern werden, gegangen. Ach, guck mal, die ganz kleine. So, ich werde die Quest aber jetzt noch nicht abgeben. Oder vielleicht wollt ihr einen kleinen Waldspaziergang machen, während Aisa und ich hier warten. Also, nur wir zwei. Hört nicht auf ihn. Wir haben etwas zu erledigen. So, würde ich sagen, wir beenden diese Folge mit unserer Asche. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Iron Man Asche auf 210. Ich danke euch. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.